Tryhard Plus. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ja, es gibt eine kleine Ankündigung, bevor das Video richtig losgeht, und zwar haben es Anton und ich nicht geschafft, leider, weil wir beide viel unterwegs waren und Anton auch sehr krank war, für diese Woche die Videos zusammen zu machen. Also diese Woche werden natürlich trotzdem Daily Videos kommen, auch Daily COD. Leider diese Woche dann nicht zusammen, also jeder wahrscheinlich alleine. Ich weiß nicht, ob Anton es schaffen wird, aber ich auf jeden Fall dann alleine halt eben. Scheiß drauf. Auf jeden Fall ein bisschen schade finde ich es auch selber. Aber wir werden es dann auf jeden Fall hinten dran hängen, haben wir uns schon vorgenommen. Also macht euch keine Sorgen, ihr kriegt, was ihr verdient, Leute. Klar, ne? Damit keiner sagen kann, wir haben nicht durchgezogen. So, jetzt habe ich aber eine coole Idee gehabt gerade eben. Und die möchte ich jetzt unbedingt mit euch machen. Ja, Leute, also ich habe ja mein Black Ops 4 Video gemacht. Im Übrigen danke, dass es so gut bei euch angekommen ist. Und es war eine coole Diskussion in den Kommentaren, finde ich. Ich finde sehr oft, dass Diskussionen auf YouTube scheiße sind, aber da waren echt viele Punkte in den Kommentaren, die ich cool finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, Top 5 Gerüchte über Black Ops 4, beziehungsweise die 5 Community-Gerüchte, also Sachen, die sich jetzt in der Community gerade beschäftigen, die packe ich euch jetzt hier zusammen. Also das sind so die Sachen, die ich immer am meisten bei Twitter und so gelesen habe. Ja, genau, Leute. Eine Sache wollte ich noch schnell sagen, und zwar das Gameplay. Ich weiß nicht, von wem es ist, deswegen steht jetzt hier Danke an Person X, weil ich mir das Gameplay runterladen musste, weil ich ja nicht in LA war, wie ihr wahrscheinlich wisst, da ich zwar eingeladen war, aber nicht konnte, leider. Aber ich habe mir den Streamer trotzdem reingezogen und habe mir, ich glaube, jetzt auch fast alle Gameplays, die es auf YouTube gibt, schon einmal angeschaut. Also ich bin komplett hyped. Also ich habe eben im Zug gesessen und mir Gameplays angeschaut. Das ist auch so richtig laut mit Sound, Alter. Ich habe es richtig genossen. Und es gibt 5 Dinge, über die wollte ich jetzt reden, die oft in den Kommentaren genannt wurden, unter den Trailern, auf Twitter, in der gesamten Community, und über die wollte ich jetzt einfach mal sprechen. So, Punkt 1 hier, es war auch einer meiner Top-Comments von Juraki James: Man schluckt definitiv zu viel Bullets. Das höre ich auch sehr, sehr oft bei sehr vielen Kommentaren. Ich kann das Ganze jetzt nur so bewerten, dass ich das natürlich noch nie gespielt habe und trotzdem was dazu sagen möchte, denn es gibt einfach, ich spiele COD seit über 7 Jahren und ich denke mal, ich weiß, wann etwas schlecht und wann etwas gut ist. Es gibt auch ein paar Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe. Die kann ich ja vielleicht mal vorwegnehmen, und zwar, ich finde, das Heads-Up-Display sieht nicht schön aus, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das sieht ein bisschen Free-to-Play-mäßig aus. Das ist aber eigentlich der einzige Punkt, weil die Maps und so alles, Schock, sieht alles gut aus. Naja, Leute, auf jeden Fall, man schluckt definitiv zu viel Bullets. Ich finde das eigentlich sogar richtig geil, weil wenn ich an die Zeit zurückblicke, ich weiß, sind viele Leute neu dazugestoßen. Deswegen schreib du doch mal in die Kommentare, damit ich meine Community einschätzen kann. Wann hast du mit COD angefangen? Wann war dein erstes Jahr, was du gegrindet hast, wo du richtig gesuchtet hast? Nicht irgendwie mal beim kleinen Bruder, beim großen Bruder eine Runde MW2 gespielt und dann 3 Jahre nicht, sondern wann hast du selber den Einstieg gemacht? Denn wenn ich an die Ghost-Zeit zurückdenke, dann weiß ich noch, dass das Geschrei riesengroß war, dass man zu wenig schluckt, dass man zu schnell tot ist, und ich weiß noch, wie das richtig abgefuckt hat, wenn du da mit der Honey Badger, wenn jemand sich mit der Honey Badger gepreamt hat, du warst einfach tot, das war wie gesniped werden, das Display ist gar nicht rot geworden, das ist so wie wenn du gegen Anton spielst. Ich habe mir mal ein Gameplay aus dem Kinomodus angeschaut, von jemandem, der gegen Anton gespielt hat, das ist echt nicht lustig, man sieht Anton, man sieht so ein ganz kleines Pixel am Rand, läuft durchs Bild und der Display von dem Gegner ist schon komplett rot, weil er halt alles getroffen hat. Und das wäre nicht möglich in einem Spiel, in dem man nicht mehr Leben hat. Und in Ghost war das Katastrophe. Und es ist sowieso, ich bin ja hier nicht CODs Last Avenger oder so, Leute. Ich denke mal, das ist klar, ich war nicht mehr beim Event. Das heißt, ich denke mal, ihr versteht, dass ich jetzt hier nicht um jeden Preis dieses Spiel gut reden muss. Denn das muss ich nicht. Das ist eigentlich scheißegal. Aber ich beschäftige mich jetzt mal so damit. So, 150 Leben hat man jetzt statt 100 wie vorher. Und ich finde das gut. Denn jeder, der viel in ein Spiel reinsteckt an Zeit, der entwickelt sich da ja auch. Das heißt, er wird besser als die anderen Spieler. Sollte zumindest so sein. Also in den meisten Fällen ist das halt so. Das nennt man dann halt Skill. So, du baust halt Skill auf. Und je mehr Skill, desto mehr Kugeln triffst du auch in einem Gunfight. So, das heißt, wenn du jetzt gegen jemanden spielst, der deutlich schlechter ist als du, willst du, dass der Gunfight fair läuft? Ja. Was möchtest du nun also? Du möchtest, dass beide mehr Leben haben. Denn hast du jetzt wer kennt es nicht, Leute? Ihr seht die Killcam und könnt es nicht glauben, dass irgendein Noob, der einmal in seinem Leben 2 Kugeln in die richtige Richtung geschossen hat, euch holt. Und das wird dadurch einfach kaum noch passieren, dass du viel Kugeln schluckst. Denn du wirst einfach mehr Skill brauchen. Du wirst 1-2 Kugeln mehr treffen. Das heißt, ein richtiger Noob kann dich kaum noch holen, weil du einfach in der Situation mehr Kugeln treffen wirst. Und du musst jetzt mehr Kugeln treffen. Das ist so ein Punkt, der, ich finde, man darf das nicht immer negativ sehen. Es gibt immer negative und positive Seite. Natürlich ist die negative Seite, dass ein Quad-Feed gegen deutsche Tryhards so gut wie unmöglich sein wird, weil
Wenn die zu viert auf dich schießen und alle auch noch 150% Leben haben, sozusagen, dann ist es halt so gut wie unmöglich, die irgendwie in irgendeiner Form zu holen. Aber ich denke mal, da wird es einige Möglichkeiten geben. Wir werden das eh alles lernen mit der Zeit. Das ist sozusagen Gerücht Nummer 1. Ich finde, man kann es auch anders sehen, weil bei Ghost wurde sich genau über das Gegenteil beschwert. Und jetzt kriegen die Leute das, was die Hater da wollten. Und jetzt ist es wieder so, dass die Leute das jetzt wieder scheiße finden. Das ist so typisch. Ich finde auch krass so, wie die Leute sich jetzt an ein paar Hate-Kommentare noch orientiert haben von Treyarch zum Beispiel, ne? Wie sie das da zelebriert haben. Er sagt so, will there be jetpacks? Da steht dann so no, aber keiner rastet richtig aus. Wisst ihr auch warum? Weil ich glaube, nur weil das, also die Leute, es ist wie bei YouTube. Leute, die irgendwie, also Leute, die was auszusetzen haben, die schreiben es. Und Leute, die es feiern, schreiben es nicht. Und bei Black Ops 3 haben so viele Leute geschrieben, oh, scheiß Jetpacks. Und trotzdem war es eins der meistgespielten CODs. Weil es, weil es halt trotzdem irgendwie Charme hatte, so. Und das Ding ist, jetzt machen die so eine Party, die sagen, will there be Jetpacks? No. Und kaum jemand jubelt, weil viele es auch gefeiert haben, so. Jetzt werden wir alle schreiben, es hat noch niemand gefeiert. Stimmt aber nicht. Es stimmt einfach nicht. Also es gibt Leute, die feiern das. Und ich finde es irgendwie beängstigend, dass sie sich jetzt gerade also so an so ein paar Hatern sozusagen aufhängen, weil es gibt auch viele jetzt, die ich sehe, die schreiben, dass sie es ohne Jetpacks scheiße finden. Das gibt es jetzt mittlerweile auch schon. Also ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man das dann so hart zelebriert sozusagen, dass man da eingeknickt ist in dem Fall. Ja, ich finde es eigentlich, wie gesagt, ich finde es cool, dass es da überhaupt mal eine Entwicklung gibt mit dieser, wie viele Kugeln man schluckt und so. Deswegen, Leute, ich bin da einfach mal ganz gechillt und wir kommen zu Gerücht Nummer 2. Ich habe mir hier Kommentare, wie gesagt, abgescreenshottet von Samuel. Er schreibt, wenn es so perfekt ist, wirst du es bestimmt länger als 2 Monate spielen, oder? Ist natürlich klar, wie er das gemeint hat. Hat es Langzeitmotivation, das Spiel, beziehungsweise unterstellt er hier, also das nächste Gerücht ist, es wird eh wieder nur 2 Monate gespielt. Es gibt CODs, da ist das definitiv so gelaufen und du musst dir mal vorstellen, Samuel, damals war ich ein Only-COD-YouTuber. Das heißt, als Ghost scheiße lief, haben Anton und ich ernsthafte Überlegungen gemacht, ob wir YouTube überhaupt noch durchziehen können. Das heißt, damals war es für unser Leben wichtig, dass ein neues COD gut wird. Und Ghosts war so scheiße, dass Antons Kanal damals fast draufgegangen wäre. Und er hat sich dann als allererster entschieden, weißt du was, ich lade das alte COD hoch. Sowas gab es vorher nicht. Und dementsprechend ist es nie Absicht von uns gewesen, nach 2 Monaten das Spiel nicht mehr zu spielen. Das müsste allen mal klar sein, weil es ist total wichtig für uns damals gewesen. Und dass Ghosts so schlecht angenommen wurde und so damals, das war für uns ein richtiger Schock. Und wir saßen da so und dachten, scheiße, was machen wir jetzt? Und Anton hatte dann die Eier als erster zu sagen, ich mache Black Ops 2 weiter. Und habe ich eben Black Ops 3 gesagt, ich meine natürlich Black Ops 2. Und das war ein wichtiger Schritt. Und natürlich, es gab CODs, also die CODs, ich kann es euch eigentlich mal ziemlich leicht aufzählen. Black Ops 2 haben wir 3 Jahre gespielt. Ghosts haben wir 2 Monate gespielt. Ich habe es hin und wieder danach mal, aber die meisten. Also das ist so das, was ich in meinen COD-Freunden immer so mitkriege. AW, ein bisschen länger als Ghosts, würde ich sagen. Minimal länger, 1-2 Monate länger. Dann Black Ops 3, wieder 3 Jahre. Dann IW, Totalausfall. Dazu kommt aber gleich auch noch ein Gerücht. Und dann WW2, wieder nur 2 Monate. Weil das Problem ist bei WW2 auch einfach, Leute, dass man auch gespürt hat, dass es nicht so gut ankommt. Und das habe ich ja jetzt, ich habe vor über einem Jahr, ich weiß noch genau, das war nach dem Völkerball-Event. Das war am 1., nee, am 20.04. oder am 1.04. Jedenfalls 2017 im April. Das Völkerball-Event. Danach habe ich einen Stream gemacht. Da wurde ich gefragt, Marcel, das war nämlich kurz nach dem Reveal. Yo, Marcel, was hältst du von WW2? Und ich habe da schon gesagt, ich finde das Setting sehr schwierig, weil ich glaube, das wird bei der COD-Community nicht gut ankommen, dass man wieder Zweiter Weltkrieg macht. Und am Anfang waren alle voll gehypt und ja, geil und so. Und dann spielt es keiner. Ich wusste es nämlich, weil es einfach zu... Die Leute wollen Innovation, die wollen was Neues. Und du kannst in nichts Innovation einbauen, welches eine so geschichtliche, ein so geschichtliches Setting hat. Weil das ist eben ein ganz schlimmes Kapitel der Menschheit und da kannst du nicht mal eben so ein paar Storys dazu entwickeln oder eine Cyber-Atomwaffe, mit der du über die Map läufst sozusagen, weil das gab's halt einfach nicht so. Und ich bin der Meinung, jetzt nochmal zum Gerücht, die Treyarch-Teile haben immer sich gut bewährt. Ohne Black Ops 2 würde ich jetzt hier nicht sitzen in meinem Penthouse und könnte mein Leben genießen so sozusagen, wobei ich natürlich auch so hart arbeite wie noch nie zuvor zur Zeit, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, die Treyarch-Teile haben immer abgeliefert. Und statt sich jetzt einfach darüber aufzuregen, Samuel, und schon wieder zu sagen, ah, ihr werdet eh nach 2 Monaten nicht mehr spielen, weil genau das Gegenteil kommt nämlich gleich noch im nächsten Gerücht, würde ich einfach sagen, lass uns doch mal ganz gechillt bleiben, lass uns doch einfach mal schauen, wie das Spiel wird, und dann können wir immer noch sehen, ob es nach 2 Monaten wegpacken, aber so wie ich Treyarch kenne, wird das nicht so sein. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, COD ist doch schon seit BO, seit diese Jetpacks sind, ist es doch voll scheiße, Alter. Wisst ihr, wie viele Spieler Black Ops 3 hatte? Wisst ihr, wie Black Ops 3 auf Scorpion Place ausgerastet ist?
Ich würde sagen, das habe ich ja auch in dem BO4-Video schon erklärt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, denke ich. Und falls es doch so wird, dann ist es halt so. Ich habe schon bei Twitter geschrieben, wenn das Spiel scheiße wird, dann werde ich Prostituierte in Brasilien. Die Werte werde ich auf jeden Fall auch einhalten. So. Jetzt ein Kommentar von Marlus. Oder könnte zumindest sein, dass der erste Vokal ist mal wieder ein X, deswegen ist es immer schwierig. Seit wann finden jetzt alle YouTuber Specialists geil? Ich weiß noch, wo sich alle aufgeregt haben, aber jetzt wieder schön das Spiel hypen und sagen, dass alles mega geil ist. Ist auch ein Gerücht, das mit den Spezialisten, das heißt also, das Gerücht in dem Fall ist, Spezialisten sind ja eigentlich doch scheiße, aber alle YouTuber sagen, es ist geil. Dieses alle YouTuber sagen, Thema, da kommt gleich noch ein Riesenkommentar zu. Da beschäftigen wir uns gleich mit. Ich fand Specialists schon immer geil, zum Beispiel. Und dieses alle YouTuber, nein, es gibt einfach auch YouTuber, Leute, es gibt einfach auch YouTuber, die sagen immer bei allem Neuen, das ist scheiße. Es ist immer erst alles scheiße und dann auf einmal, oh, dann ist es eigentlich doch okay. Und ihr dürft euch nicht von diesen ersten Meinungen so krass volllabern lassen. Genauso wie ihr euch nicht von meiner Meinung, dass ich alles geil finde, in dem Fall volllabern lassen dürft. Ihr müsst eure eigene Meinung auf jeden Fall bilden. Und ich kenne so gut wie niemanden, der Specialist jetzt in Black Ops 3 scheiße findet. So gut wie niemanden. Gravity Spikes spielt fast keiner mehr. Das war so der einzige über-random Specialist, finde ich, wo man halt teilweise nicht kontern konnte, wobei man ja auch den Typen schnell töten kann und so. Und es gibt aber auch Specialists wie den Tempest, für den brauchst du Skill. Du musst wissen, wie lange die Kanone braucht, um abzufeuern. Du musst wissen, welche Effekte der Tempest-Shot noch hat, dass du zum Beispiel eher auf den Spawn schießt, als dass du einzelne Kills machst, wie mit der Sense zum Beispiel, weil du mit dem Tempest diesen übertragbaren Schaden hast. Mit einem Annihilator zum Beispiel ist gar nicht so einfach, einen Kill zu machen über 300 Meter. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass Specialist einfach so ein bisschen Abwechslung bringt. Du kriegst dein Specialist, du hast einen kleinen Glücksmoment, wenn du ihn hast. Sowas wie Heatwave, was zwar im Public jetzt nicht übereffektiv ist, was aber einfach Spaß macht. Und du kannst auch mal eine Runde komplett reinschauen, aber mit Specialist kriegst du wenigstens. Und das ist ja eine Sache, da regen sich ja auch Leute drüber auf und sagen, oh, das ist doch so Noob, viel zu Noob-freundlich hier. Ich bin ja Pro-Gamer, ich brauch das nicht. Ja, aber das ist einfach scheiße, wenn man sich dann diesen ganzen Leuten sozusagen in den Weg stellen will, die es aber cool finden. Deswegen, ich bin der Meinung, ein gebalancedes System, wo coole Specialists drin sind, wertet das Spiel nur auf. Es macht das Spiel farbenfroher. Du kannst, wie geil ist es bei BO3, sich zu überlegen, ah, spiele ich diese Runde mit Reiniger oder spiele ich mit Tempest? Und bei WB2 kannst du dir aussuchen, ob du eine Frau oder einen Mann spielst. Aber das war's auch schon. Und das ist eine Sache, deswegen finde ich, Spezialisten haben extrem die Daseinsberechtigung. Und ich war immer schon ein Fan von Specialists. Ich weiß auch, auf der Gamescom 2015, wo ich das erste Mal BO3 gespielt habe und die Sense, ich konnte nicht glauben, wie geil das ist. Weil du kriegst auch noch mehr Punkte für einen Kill, obwohl es ist wie eine Streak. Es ist einfach geil, es sieht geil aus, so der Reaper Specialist als Beispiel. Und ich finde es total geil. Und ich finde, dass, und ich glaube nicht, dass jetzt die Leute nur sagen, wie ich zum Beispiel, ich finde Specialist geil, um das Spiel zu hypen und das Gerücht jetzt mal aufzudingen, denn ich finde Specialist einfach machen ein abwechslungsreiches und cooles Element in die Games rein. Boah, es wird ein langes Video, aber ich habe gerade Spaß dran. So, jetzt kommt Philipp mit einem wirklich, das könnte Top 1 Gerücht sein eigentlich. Selber heilen ist Bullshit. Und das ist eine Sache, da habe ich auch bei Twitter geschrieben, das ist auch eine der wenigen Sachen, die mich erstmal abgeschreckt hat. Aber dann habe ich mir Gameplays angeschaut und dann ist mir aufgefallen, dass man dieses Heilen auch ziemlich, ziemlich nice nutzen können wird, um taktisch vorzugehen. Denn, falls du es noch nicht gewusst hast, nicht nur du musst dich selber heilen, sondern deine Gegner müssen sich auch selber heilen. Das ist wieder das Typische, man denkt dann nur an sich selbst. Aber überleg doch mal folgende Situation, die habe ich mir schon ausgemalt. Du schießt auf so einen richtigen Noob, auf so einen Splitscreener, ne? Du schießt einfach auf ihn. Und das Erste, was er macht, ist, er kann dir jetzt nicht den Lucky No-Scope geben, sondern er wird sich sofort versuchen, selber zu heilen. Und dann pusht du ihn mit dem Slide einfach. Und in der Zeit hat er diese Spritze oder was auch immer du da hast in der Hand und ist total weak, hat nicht mehr eine Waffe in der Hand. Das bedeutet, wenn du selber angeschossen wirst, du musst, wenn du dir quasi gute Plays überlegst, wenn du dir überlegst, da und da gehe ich jetzt schnell hin, um mich zu heilen und der Gegner kann das aber nicht oder du setzt es taktisch einfach schlau ein, ich glaube, dann ist es ein richtig, richtig cooles Element. Gerade in so Spielmodi wie Suche und Zerstören, wo du überlegst, wo heile ich mich jetzt oder gehe ich jetzt doch nochmal schnell auf die Bombe. Und das sind einfach so Sachen, auf die freue ich mich zum Beispiel. Es ist endlich mal was Neues, es ist mal wirklich was Neues. Zu sagen, du kannst Wallriden, ist was Neues, aber zu sagen, wie in WW2, ich nehme jetzt die PPSH oder ich nehme jetzt die STG, das ist für mich kein großer Unterschied. Aber das ist jetzt mal eine richtige Neuerung in COD. So, und das finde ich cool. Ich will einfach mal gucken, was daraus wird. Wenn es dann irgendwann scheiße ist, dann werde ich auch sagen, dass ich es scheiße finde. Aber ansonsten
Einfach mal abwarten, ist meine Theorie dazu. So, jetzt kommt der längste Kommentar der Erde, Alter. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, ich nehme ihn trotzdem dran, weil er einiges beinhaltet. Ich werde das jetzt Punkt für Punkt vorlesen und dann abarbeiten. Es war so klar, dass du diesen BO3-Abklatsch feierst und gut redest. Der ist schon mal Punkt 1, BO3-Abklatsch. Es sieht schon sehr aus wie BO3, muss ich sagen. Aber genau das habe ich mir halt auch gewünscht. So, Farbenfrohheit, schöne Maps, dann auch noch mit BO2-mäßigen Movement, außer mit dem Sliden. Also es ist quasi Ghosts Movement und das habe ich immer, das fand ich immer geil, dass du sliden kannst, aber nicht thrusten musst, weil das ist für mich, keine Ahnung, in BO3 habe ich sliden geliebt, aber thrusten war nie so, ich war auch nie so gut. Also ich konnte in BO3 nie meine BO2 Skills sozusagen abschauen. Also ich konnte nie so gut sein wie im BO2, weil ich nie der Jetpacker war zum Beispiel. So wie andere Leute, die zum Beispiel in Jetpack deutlich besser sind. Aber ich war nie so der Jetpacker. Und deswegen finde ich es gerade geil, dass diese Mischung da ist. Und BO3 Abklatsch, von mir aus ist es ein BO3 Abklatsch, aber ich freue mich drauf. Blablabla, was auch jeder andere COD von YouTuber jetzt machen wird, die Tage, um den Hype zu vergrößern, damit eure Kiddie-Gruppe mit Aufspringen und das Spiel dann kaufen. Alter, das ist Ekligste für YouTuber. Punkt 1, wir werden nicht bezahlt von Activision. Das heißt, ich könnte auch sagen, das Spiel ist der letzte Scheißdreck und ich spiele nur noch Fortnite. Das heißt, ich war nicht mal beim Event, verstehst du? Und andere, die beim Event waren, sind auch nicht käuflich. Alter, wisst ihr, wie die Stimmung nach den IW-Events war? Digga, ciao Bella, Alter. Ganz ehrlich, Mann, da war teilweise... Wobei, nach dem Event war es eigentlich geil, aber nach dem Trailer... warum habe ich nie über den IW-Trailer geredet? Weil er scheiße war, Leute. Weil er scheiße war. So. Und dann dieses Kiddie-Gruppe. Alter, erstens die COD-Community viel älter als zum Beispiel die Fortnite-Community. Zweitens, Alter, ich war die letzten Tage unterwegs und ich habe mal gesehen, wer eigentlich so meine Abonnenten sind. Und ich glaube, ich habe so viele Abonnenten, die, keine Ahnung, 18, 19, 20 bis 25 sind. Teilweise sogar mehr, als ich ganz junge Abonnenten habe. Ich würde sagen, das gleicht sich dann irgendwann wieder aus, aber trotzdem. Dieses Hype zwar größer, Alter, denkt ihr, ich habe so viel Einfluss, dass irgendwelche Leute sich das Spiel kaufen? Das kaufen sie sich eh oder kaufen sich nicht? Die scheißen drauf, was ich dazu sage, ganz ehrlich. Und, Alter, meine letzte Aufgabe ist es, hier rumzusitzen und irgendein Drecksgame zu hypen, wenn es mir nicht gefällt. Ey, das ist bei WW2 genauso gewesen. Dann war es weg vom Fenster. Es war so schnell weg vom Fenster, weil man es eben nicht hypen konnte. Und ob es dann wirklich gehypt wird, das sieht man einfach nach... Also ich sag euch genau, wann man das sehen wird. Das ist bei jedem COD so gewesen. Man wird es sehen so im März, April 2019. Beziehungsweise da das Spiel einen Monat vorher rauskommt, im Februar, März. Weil dann, Leute, dann werden wir wissen, ob das Spiel noch gespielt wird. Black Ops 3, da habe ich mit den Activision-Mitarbeitern drüber gesprochen, ist eins der wenigen CODs, die im zweiten Jahr nochmal krass performt haben, wo die Verkaufskurve quasi im zweiten Jahr nochmal hochgegangen ist, obwohl die meisten im Release-Jahr halt am meisten verkaufen. Weil das konnte man damals auch gut an Aimbrots YouTube-Statistiken sehen, das weiß ich noch. Er hat eine Zeit lang einfach so 2000 Abos am Tag gemacht mit Only Black Ops 3 Content. Weil da einfach ein krasser Hype entstanden ist. Und das war so im März rum damals. So. Und deswegen würde ich sagen, erstmal wie nennt man das? Erstmal die Eier chillen. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesagt. Und dann gucken wir erstmal, ob das überhaupt so ist, wie du sagst. Und jetzt der nächste Satz. Es war so klar, dass ihr COD-BO3-YouTuber den Dreck feiert und teilt. Obwohl das Spiel sowie die Trailer und das Event eine reine Enttäuschung ist. Digga, du sagst doch, dass Tatsachen sind. Das war für die wenigsten Leute eine Enttäuschung. Punkt 1. Punkt 2. Wie kann man das Wort Dreck jetzt schon benutzen? Wie? Das geht nicht mal in meinen Kopf rein. Manche Leute sind so krass am Urteilen, Alter. Das macht mich richtig traurig manchmal. Wirklich. Das macht mich wirklich traurig. Weil ich diese Art von Mensch kann ich überhaupt gar nicht verstehen so. Also keine Ahnung, ich check das nicht. Obwohl das Spiel sowie der Trailer und das Event eine Enttäuschung ist. Er weiß also schon, wie das Spiel ist. Das ist krass. Grafik genauso bunt und BO3 identisch. Ich find's gut. Und ich würde nicht sagen, dass das stimmt. Movement, Gameplay ebenfalls gleich. Ach, das Movement ist auch so wie in BO3. Krass. Abschussanzeige ebenfalls gleich. Das ist fast die aus BO2 im Übrigen. Und die sieht am allergeilsten von allen CODs aus. In WW2 sah das so scheiße aus, einen Kill zu machen. Punkteanzeige und Abschlussverhalten sowie Lebensbalken, eine Mischung aus IW und BO3. Dem Punkt kann ich ein bisschen zustimmen. Heads-Up-Display finde ich auch nicht schön. Sounds wie BO3 und IW. IW hatte mit den geilsten Gun-Sound im Übrigen, auch wenn das Spiel an sich nicht so geil war. Greifhaken aus Titanfall. Das ist ein Specialist. Und wenn nicht, dann ist es mir auch scheißegal. Okay, Stacheldraht-Sound aus Rainbow. Leichte Comic-Grafik aus Overwatch und Fortnite. Hä?
Digga, was laberst du? Nur weil es bunt ist, ist es doch nicht Comic. Natürlich sind die Farben unrealistisch und keiner auf der Welt sieht so aus. Aber Black Ops Teile, überleg doch mal, wie bunt Hijack ist oder wie bunt Slums ist. Weil es auch einfach geil aussieht. Und es muss nicht aus sein, es muss nicht bunt sein und dann gleich Comic-Grafik sein für mich. Aber egal, okay. Das war's noch nicht, denn Special ist gleich bis auf einen neuen. Ja, was willst du denn auch machen? Willst du das machen wie IW, wo die letzten komischen Specialists... Wie komisch war es in IW? Die sahen alle gleich aus. Da hätten sie lieber die aus BO3 übernehmen können, ohne Witz. Also dementsprechend, beruhig dich erstmal. Hast du schon alle Specialists gesehen? Hast du das Spiel schon gespielt? Das Spiel ist ein BO3-DLC ohne Boost-Jumps mit geklauten Features und Mods. Das war's. Es ist definitiv so, dass sich da orientiert wurde an anderen Spielen. Allein der Battle Royale-Modus, der quasi den Singleplayer rausschmeißt. Über Battle Royale-Modus habe ich viel gelesen. Wenn das wirklich so wird, boah, ich freue mich so krank. Wenn es nicht so wird, auch egal. Weil das ist nicht der Hauptpunkt, an dem COD wahrscheinlich arbeitet, sondern das sind Sachen wie Herrschaft, wie Stellung, etc. Ja, also dieses DLC ohne Boost-Jumps. Ganz ehrlich, die meisten Leute wollten das. Er beschwert sich hier über so New-School-Sachen, aber eins der besten und oldschooligsten CODs, wie zum Beispiel BO2, was ja auch schon BO3 relativ ähnlich ist von der Optik, das geht dann für ihn nicht klar. Ne? So, was haben wir hier noch? Genau. Nur BO3 und Fortnite-Nerds sind gehypt. Nur, ich will nicht wissen, wie viele Fortnite-Spieler es gibt, sind gehypt und feiern es und werden in Lootboxen für den Battle Royale sowie Multiplayer etliches an Geld stecken und das Spiel versauen. Okay, da muss ich sagen, ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Microtransactions. Ich weiß nicht. Ich habe damals in BO3, hat es mir einfach Bock gemacht, das im Stream zu machen, aber ich habe nie außerhalb des Streams mal Geld investiert. Weil die AN zu jagen damals, das hat richtig Bock gemacht, aber ansonsten, keine Ahnung. Ich finde, es in FIFA macht es mehr Sinn, Geld reinzustecken, aber auch macht ja eigentlich auch keinen, ist ja auch lustig, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, gut. Ich sehe, es kommt, COD ist tot, endgültig. Es wird nur noch von den COD-YouTubern und Fortnite-Pussys am Leben halten. Der, was labert? Es macht gar keinen Sinn. Dass ihr den Dreck feiert und nicht erkennt, dass es wie ein Update aussieht, ist wie ein Rätsel. Mehr als die Hälfte zerreißen das Spiel international unter jedem Video und es targetet mehr als die Hälfte Dislikes. Ja. Also wenn man sich an Dislikes orientiert, dann würde es auch keine YouTuber mehr geben. Dann hätte Abo Red vor 2 Jahren auch aufgehört mit YouTube. Aber wie ihr auch an Reds Beispiel seht, kommt man da auch easy wieder raus. So, mein Hauptkanal auch ein gutes Beispiel. Ich hatte vor einem Jahr noch mindestens 10% Dislikes auf jedes Video, jetzt so 2-3%. Und das sind eh die Standard-Hater, die jeder YouTuber hat. So, und was soll man sagen, Leute? Der Typ ist das beste Beispiel für einen Typen, der schon das Urteil fertig hatte, weil er irgendwie, keine Ahnung, weil er irgendwie ein menschliches Wesen ist, was ich so nicht verstehen kann. Ich check's halt einfach nicht. Ich bin halt einfach nicht so. Vielleicht liegt's daran, Leute. Na gut. Also Leute, ich würde sagen, das sind so die Top-Gerüchte, die ich erstmal über das Spiel hatte, die ich so gesehen habe. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es geil wird. Ich hoffe, dass wir jetzt bald erfahren, wann die Beta ist. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.